Meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Welcome to Hanwell. Ein etwas älteres Spiel, denke ich mal, das kam November 2017 raus, also bummelig ein Jahr und zwei Monate alt. Ich habe das schon die ganze Zeit auf dem PC und wollte das jetzt mal einfach mal ausprobieren. Ich denke mal nicht, dass mein PC das ein High-Level das schaffen kann. Ich habe mir jetzt hier ein neues extern Kühler gekauft. Huch, jetzt habe ich die Kamera wahrscheinlich bewegt. Das Ding geht ab wie eine Tüte Mücken. Mal schauen, wie das hier bei diesem Spiel, was mit Performance haben wird. Und ich nehme das erste Mal mit OBS auf. Mal schauen. Habe ich noch nie gemacht, richtig. Ach, jetzt bin ich angerufen. Es ist unfassbar, oder? Augenblick mal ganz kurz. Das ist unfassbar einfach. So, die Inka rief mich natürlich gerade an. Muss ja sein. Also wie gesagt, das allererste Mal OBS für mich. Noch nie ausprobiert, ich hatte sonst immer Action genommen, aber ja, in letzter Zeit hat es sehr viel Macken gemacht und einfach mal nicht vernünftig aufgenommen. Und jetzt wollen wir mal loslegen. Ich habe hier meinen Popschutz abgemacht. Ich habe jetzt nur einen Windschutz drauf, weil mein Popschutz, ich hatte mich schon damals beschwert gehabt, dass es immer so groß gewesen ist in der Küche. Ich will mal gucken, wie das jetzt mal so ist. Kann sein, dass mal so ein solche Geräusche von mir hört. Wenn das der Fall sein sollte, dass es versteckt ist, mal schauen, ob ich das ändern werde oder nicht. Mal schauen. So, wir fangen jetzt an. New Game. Wollen wir mal. Easy, ne? Alter, wer ist er denn? Der sieht aus wie mein Nachbar. Wieso? Startet das Spiel jetzt nicht? Hängt das Spiel jetzt? Hängt das? Hängt das jetzt? Hängt das? Hängt das? Hängt das? Hängt das? Hängt das? Oh, jetzt geht's los. Nur kurz, ich werde das Spiel nicht vorproduzieren. Ich will mal gucken, wie das denn so ankommt und so bei euch. Auch wenn es ein bisschen älter ist. Ab heute gibt es ja auch Resident Evil 2 Remake. Soundtrack von Silent Hill. Es soll auch so Silent Hill ähnlich sein, das Spiel, ne? Gut, das ist natürlich ein bisschen, sieht abgehackt aus, wenn ich hier so rüberwische. Mal schauen. Schauen wir es mal um. Hätte ich hier operiert werden sollen? Nein, wahrscheinlich wurde ich operiert und die waren fertig mit mir. Und dann sollte ich hier ins Krematorium rein. Oder vielleicht waren die noch nicht fertig mit mir und ich sollte irgendwo mal rankommen. Wer weiß das schon? I used a combination of anabolic steroids and insulin to initiate the subject. He exhibited an intense reaction to the drugs. Nein. Lass mich heraus, sie sind irre. A substantial dose of clozapine seems to keep him under control. Leichte Soundaussetzer irgendwie, ne? Augenblick, Leute. Oh, jetzt ist der Postbote da. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass ich jetzt immer wieder neu starten muss und so. Aber es sind so viele Unterbrechungen gerade am Start, das ist unglaublich. Ist gekommen. Resident Evil 2 wird heute wieder gespielt. Kommt heute auch direkt raus. Oh, ich denke mal, dieses Spiel kommt heute auch raus. So, zumindest diese Aufnahme. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Es soll so ähnlich sein wie Silent Hill, sagte ich, ne? So eine Art habe ich das schon mal gehört. Und ich bin mal gespannt, wie die Rucklung jetzt hier ist. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen flüssig hin. Wenn ich das noch ein bisschen lower mache, Settings. Na, ich hab, das ist das eben halt, ne? Ich habe keinen starken PC. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, da macht er aber mal gar nichts. Okay, das kann man natürlich auch machen. Na gut. Bin ich mal gespannt. Mal gucken. Ein bisschen muss auch gleich nochmal mein externer Lüfter auch noch greifen und so, ne? Ich habe das Gefühl, es rutscht mir hier irgendwie alles so ein bisschen. Wer macht die Tür auf, Mann? Ich habe das mal damals, glaube ich, bei Sarazar so ein bisschen verfolgt, dieses Spiel. Geht die hier nicht auf, ne? Ja. Hat man hier auch irgendwie eine Funzel oder so? Das wäre natürlich echt mega stark, glaube ich, ne? Aha.
Holt Schiff Turan. Holt C to crouch. Das ist eine Art. Oh, was haben wir hier? Alter, hänge ich hier fest? Okay. Ist das irgendwas Wichtiges? Ich glaube, wir sind hier in der Ehrenanstalt oder sowas in der Richtung, ne? So ein Kellergewölbe in der Ehrenanstalt. Guck mal, jetzt. Jetzt ein bisschen Massaker geben. Ich habe das Spiel am Anfang des Jahres, oder glaube ich Ende des letzten Jahres, glaube ich, also im Dezember 2018, habe ich das Spiel bei Steam für 1,99 € gekauft. Ich dachte, da musst du zuschlagen. Ich wollte das mal eventuell mal für PlayStation 4 rausholen, aber naja, das ist mir nicht ganz gelungen. Research Notes of 10.07.2021. The jail rejected my request for another inmate. Moment. Citing morality as a reason, the mayor has taken the same stance. They told me the only people they are currently holding haven't had a trial, that I might as well just... Warte mal. Shadow, bla bla. Kann man hier nicht ein bisschen Maus-Sensitivity... kann man nicht ein bisschen hier, sag schnell, ein bisschen heller machen? Settings. Ne, es geht hier nicht, ne? Textur low. Aber Medium sollte einfach reichen, ne? Okay. Schade, ich dachte, ich krieg das hier irgendwo ein bisschen heller gemacht. Echt dunkel wie der Arsch meiner... Oh shit, okay. Man kann sich sogar umdrehen, wenn man läuft. Wahrscheinlich, denke ich mal, wird das Spiel aus Weglaufen bestehen. So ähnlich wie... wie heißt das Spiel? Outlast. He's lost almost all real cognitive function. Leaving only anger. As a precaution. Ich hab jetzt ein bisschen Schiss, ne? Taschenlampe. Taschenlampe ist, glaube ich, echt stark. Press F. To use the flashlight. Okay, dankeschön. Kannst du mal weggehen jetzt, dieses, jetzt weiß ich, warum das so dunkel war. Hier, nimm mal einen Schlüssel mit. Komm. Tab fürs Inventar, okay. Und da sehen wir den Schlüssel. Und können wir ihn usen? Und jetzt? Haben wir es? Guck mal einer an. Bist du doof? Oh, hier sind wir wieder. Kommen wir eigentlich hier jemals wieder raus? Jetzt habe ich aber Angst. Wer ist er denn? Oh Gott. Die sind lang, kommen. Mann, geh doch da durch.
rutscht schon mal so ein bisschen weg von ihm. Aber kann man die Musik ein bisschen leiser stellen, Alter? Ich krieg hier einen Herzinfarkt. Ich hasse so eine Weglaufspiele, ne? Hasse ich wie die Pest, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich möchte jetzt am liebsten schon wieder ausmachen, ne? Kann man nicht leiser machen, Alter? Oh, ich kriege echt einen Schreikrampf, Leute, ehrlich. Das halte ich nicht durch. Echt nicht. Oh, shit. Warte mal, die Textur oder irgendwas muss ein bisschen noch anders sein. Das muss ich lohnen oder so. Das ist mir echt ein bisschen wirklich zu... Es klingelt schon wieder das Telefon, ne? Das darf nicht sein, aber ich lasse das jetzt einfach mal. Ich habe keinen Bock, da jetzt ranzugehen. Warte mal. Habe ich das jetzt bestätigt hier? Okay, da kann man nur das anmachen oder ausmachen. Gut, okay. Zumal du weißt ja auch nicht, wo du hin sollst, einfach, ne? Oh Gott! Scheiße. Alter. Scheiße. Ob ich das jemals überleben werde? Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Schiss. Damals war ich ein bisschen krasser bei so etwas, ne? Oh, 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 oh. Fuck you, ey. Weil die Musik ist extrem laut. Genau, hier ist der Raum, auf den wir gekommen sind. Und da stand da hinten eine Tür, richtig. Lass es hier wieder längs latschen, ey. Alter, mein Schatten, ne? Das macht das nicht alles unbedingt besser. Warte mal, vielleicht finden wir hier ein Versteck. Ne, finden wir nicht. Ach, ey. Oh, ich hab mir gerade eingebildet, dass er hier gerade vorbeigelatscht ist. Oh Gott! Mann, ich bleib hier irgendwie hängen! Ach, scheiße, Mann. Wo blieb ich denn da gerade hängen? Da waren, glaube ich, zwei Säulen oder so, wo ich hängen geblieben bin. Das macht ja schon wieder richtig Spaß. Genau, warte mal. Achso, habe ich jetzt aufgemacht, genau. Egal, so, der wird uns irgendwie kriegen. Lass es doch einfach mal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist er ja schon. Bist du eigentlich nur doof? Was für ein freundlicher Typ. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße! Mama! Lauf, Mann, lauf. Das Gefühl, er trampelt noch in der Mitte rum. Oh Gott, oh Gott! Wie werden wir den denn los? Ja, jemand hat die Tür zugemacht. Jemand hat die Tür zugemacht. Fuck, 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 mach die Tür auf. Oh Mann, wie soll man den Pisse denn kommen, ey? Alter, heftig. Heftiger Shit, Alter, ehrlich. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unwahrscheinliches Glück habe.
dass der mir nicht folgt. Ich bin mal andersrum einfach gelaufen. Anstatt durch die Tür durch, bin ich jetzt einfach mal wieder zurückgelaufen. Und da kam die böse Musik auch nicht. Und ich habe jetzt einen Weg öffnen können. Ob ich jetzt Glück habe oder nicht, das sei mal so dahingestellt. Und zwar in den Raum, wo er mir das erste Mal begegnet ist, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt, Alter. Vielleicht ist es ja ein Bug zu unseren Gunsten oder so. Weiß man ja nicht. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Alter Schwede. Und hoffentlich kommen wir raus. Oh Gott sei Dank, wir kommen hier raus. Oh Gott sei Dank, wir kommen hier raus. Wir kommen hier raus. Oh Gott sei Dank, wir kommen hier fucking nochmal raus, Alter. Das fand ich gruselig, Alter. Dass der uns hinterhergelaufen ist und dann wirklich uns da gecatcht hat und so. Obwohl er dann wirklich nicht wirklich sehr gruselig aussah oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie war das nichts für Papi. Papi hat sich da sehr viel erschrocken. Boah. Ich dachte das. So, wahrscheinlich extrem langer Ladebildschirm oder so. Oh, ja, da habe ich Glück gehabt. Ihr müsst einfach zurücklaufen und dann, da ist so dieser Gang mit den vier Säulen. Und also da ist noch so ein Raum mit den vier Säulen, dieser kleine Raum. Und dann geht ihr dann ein Stück weiter und dann links, da ist nachher auch noch, da kann man eine Taschenlampe reindingsen. Da ist überall volle Blut und Loch in der Wand und Pipapo. Ja. Was uns damit dieses Spiel auch sagen möchte. Alter, jetzt deckt das aber gerade wie Sau. Okay, jetzt geht's gerade. Okay, wir kommen hier raus. Silent Hill. Dim, 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 dim. Gott, was mein? Au. Tatsächlich Silent Hill. Ach, herrje. Okay. Ja, cool. Das heißt, wenn ich das Radio einschalte. Super. Und wann weiß ich, wann dieses scheiß Radio an ist? Wieso komme ich über die Türschwelle nicht über? Ey, yep. Ey, wieso? Hä? Was ich verarsche, ich komme nicht über die Türschwelle rüber. Was ist das denn für eine Kacke? Bist du groß dafür vielleicht? Ich bin gigantisch groß oder so. Was ist das denn jetzt? Oder weil ich das noch nicht ausprobiert habe? Ne? Da, Radio. Ja. Huch. Okay, Artefakte. Witch Eyes, Hexenaugen. Okay, Chipcard. Huch. Ja. Okay und nicht okay. Ich weiß es nicht. Aber ich komme nicht durch diese durch die verkackte Tür. Was ist das denn? Hä? Ich komme da beim besten Willen nicht durch, ne? Ich versuche doch noch mal ein bisschen was mit Grafik vielleicht doch noch mal ein bisschen höher zu machen. Mal schauen, vielleicht geht das ja. Ich finde es schade, wenn ich das immer so low machen muss. Hier kann ich auch mal. Ah, jetzt kann ich wieder normal machen. Texturen auf High. Ob das eine gute Idee ist, das wissen wir noch nicht so ganz. Okay, es ändert sich meiner Meinung nach nicht sehr viel. Ich komme nicht durch die Tür durch. Springen kann ich hier auch nicht, ne, bei dem Spiel. Als ob ich hier wieder jemals reingehen würde. Meinetwegen wohne ich denn hier oder so. Keine Ahnung. Aber da reingehen tue ich nicht nochmal. Mit Sicherheit nicht. Nein. Wieso komme ich denn durch die Tür denn nicht? Hä? Muss ich ein Zauberwort sagen, damit ich durch die Tür komme? Es ist irre. Ich komme hier nicht durch. Fuck, ey. Hier kann ich aber auch nicht mehr wieder. Selbst wenn ich wollte, könnte ich hier nicht durch. Was ich natürlich nicht will. Das Fenster klettern? Ey, das ist ein rotes Licht.
Ich komme nicht durch eine geöffnete Tür. Vielleicht muss ich das Spiel nochmal neu starten oder so. Vielleicht muss ich auch erst der Dicke hier durch. Ja, durchprügeln oder so. Ach hey, jetzt sehe ich das erst richtig. Der hat keinen Kopf mehr. Ah! Hier Block. Okay, ich kann mich jetzt verteidigen. Und jetzt kann ich durch die Tür. Was ist denn das? Was soll das heißen? Nein, 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 nein. Oh, meine Taschenlampe geht aus. Oh. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz vielleicht noch ein paar Batterien nachfüllen. Kann ich das? Kann ich nicht. Ich weiß auch nicht, in welchem Spiel ich gerade war, dass ich Batterien im Kopf habe. Nee. Aber ich finde Axt, glaube ich, ein bisschen besser. Alter, die Grillen, die zirpen so aggressiv, Alter. Oh, jetzt baut sich gerade die Textur auf. Mal gucken. Ah, die Textur musste sich jetzt aufbauen, das ist echt schade. Liegt es an meinem PC vielleicht? Ich weiß es nicht. Habe ich denn mein Radio an? Uiuiui. Ich finde das eigentlich nicht gut, weißt du, wenn man so einen offenen Raum hinter einen hat, ne? Warte mal. Wenn man so einen offenen Raum hinter einen hat, ne? Dann finde ich das so, wenn du so ein Gruselspiel spielst, hat man das Gefühl, jemand sitzt hinter dir. Kennt ihr das? Oder jemand ist hinter dir, Alter. Das jagt einen dann so eine Gänsehaut ein, irgendwie. Ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich bald mal wieder nächste Woche in der Küche spiele. Dann gibt es weitere Folgen von dem Spiel. Das Spiel bis jetzt gar nicht mal so übel. Außer das Weglaufen, das fand ich sehr, sehr übel. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch mal, doch noch mal ein bisschen was uploade hier. Gerade die Texturen habe ich, sind bleiben low. Vielleicht sollte man so ein Auto-Ding machen. So ein, weißt du, dass das Spiel sich automatisch einstellt von der Grafik. Slow-Motion-Kills? Wie gehen die denn bitte? Hier, High Antenne, ja. Ja. Dann machen wir es jemand so. Okay. Hopp, was war das? Warte einen Moment. Was ist das denn hier? Ah. Okay, die ist gelockt, offensichtlich. Aber was konnte ich denn gerade an? Egal. Was geht mir da an? Ein Hackebeil. Ah, ich finde die Axt, glaube ich, gar nicht mal so übel. Ja, natürlich. Eine Sichel. Also hier gibt es Waffen en masse, ne? Also hier will man. Also hier will jemand, dass ich echt fighte hier, ne? Das muss man sagen. Eigentlich wollte ich auch noch so Walking Dead, die dritte Dings da. Die finale Staffel, die dritte Episode wollte ich eigentlich nochmal rausgebracht haben. Jetzt sind wir in der Stadt, glaube ich. Lass uns mal ein bisschen schneller gehen.
Okay. Alter, wie cool. Einfach laut. Einfach nur laut. Krasser Shit einfach. So, liebe Leute, ich glaube, das war's erstmal für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Schreibt mal was in den Kommentaren. Findet ihr es so ruckelig? Sollte ich das Spiel vielleicht weitermachen oder nicht? Ja, schreibt da mal was rein, weil, wie gesagt, den besten PC, den habe ich jetzt hier nicht. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gemacht und ihr lasst ein Abo da. Daumen nach oben vielleicht auch, das wäre natürlich auch was Tolles, ne? Also, wir sehen uns wieder, wenn in der nächsten Folge, aber bitte schreibt was in den Kommentaren rein. Bis zum nächsten Mal und